Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Ja, Freunde, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen von vorne starten. Der Kollege Kamera hat gerade gesagt Feierabend. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein A6, neues Modell. Mit Matrix-LED, so wie das aussieht. Mit Torpaket. Kein virtuelles Cockpit. Sportsätze, scheint ein Sport zu sein. Jawohl. Alter, die Preise sind schon wieder unglaublich. Mal gucken, ich habe noch nicht so die riesengroßen Hoffnungen, dass wir heute hier irgendwas bekommen. Machen wir uns mal nichts vor. Hier gibt es ein paar richtige Boliden heute am Start. So, Katalog Nummer 7, Jaguar F-Pace, kein Bock drauf. E300 hat zu viel runter, GLE350 hat auch zu viel runter. Dann haben wir einen 540i, der passt mir. Das G-Modell können wir uns nicht leisten, machen wir uns nichts vor. S400 mit vielen Kilometern, ein schweinegeiles Auto. Guck mal hier, 408 PS Cabrio, jawohl. 650i, unser Lieblingsauto. Maserati Ghibli. Weiß ich noch nicht so richtig, ob das wirklich einer braucht. X2 haben wir schon ein paar gehabt, das geht. VW Amarok könnte man mitnehmen. C200 Cabrio habe ich gerade eins gekauft, bin mal gespannt, was der hier kostet. 320D in Feuerrot, nee danke. T6 Multivan, zu viel Kilometer. X4 ebenso. Oh, Sprinter 4x4. Ja, moin. So, 45i, ausländische Dokumente, oh, super. Und wo kommt dieses Gerät her? Aus Österreich. Gut, Österreich passt mal, das ist nicht so schlimm. Österreichische Autos kriegst du verkauft. Hat diverse Kampfspuren. Ist mit einem Sportpaket innen und außen, so wie es aussieht, ist nachlackiert, hat überall ein paar Kratzer dran. Ja, so sieht so ein Auto dann eben aus nach 5 Jahren. Wie alt ist der? Na, nicht ganz, 4 Jahre. Hat Shadowline, hat normales LED-Licht. Auch wahrscheinlich mit erweiterten Umfängen. Keine Lenkradheizung, schade. Keine Sitzlüftung, schade. Das macht so ein 540i dann besonders. Oder Surround View oder sonst was. Laderaufdeckung fehlt, würde ich sagen. Ansonsten Panoramaschiebedach sehe ich noch und wir haben den Display-Key, den keine Sau braucht, außer du hast eine Standheizung. Da ist das schon eine ganz lustige Sache, hat der auch, das ist schön. Letzter Soße bei 51.000, das ist ja digital alles hinterlegt und der Steuerausweisbar ist auch vorhanden. Ist ein 17er mit 60 runter, passt mir komplett in den Kram, hat auch Allradantrieb. Cooles Ding. Ich gehe aber davon aus, dass du so ein Auto hier für unter 38.000 Euro wahrscheinlich nicht kriegen wirst. Könnt ihr mich richtig sehen oder ist das Bild zu dunkel? Ich hoffe, das geht einigermaßen. Muss mich erstmal entschuldigen. Wir müssen hier zu Hause dann am Setup noch arbeiten. Das wird dann übrigens auch der Raum sein. Jetzt nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache, wo wir oder wo ich primär auch live auf Twitch sein werde. Das werde ich also nicht auf Arbeit tun, sondern von hier aus. Ich hoffe, dass ich dann vom Schall, vom Hall her am Raum noch was machen kann. Bis dahin. Bis jetzt steht hier nur mein Schreibtisch, ein Stuhl und noch ein Besucherstuhl und der Computer und das war's. So, wir haben ein M. Das ist ein 17er, hatte ich gesagt, wobei es den erst ab 17 so wirklich gab. Dann 90.000 Kilometer, dann 60 runter und wir haben die 340 PS Maschine, die wirklich auch eine Ansage in dem Auto ist. Die funktioniert richtig gut. Ich nehme ein virtuelles Cockpit mit hinein. Und LED-Scheinwerfer, Navi und natürlich die Sitzheizung nehme ich mit drin. Und da bleibt fast nichts mehr übrig. Und da habe ich doch die Suche von den Kilometern her relativ weit offen. Der soll ein M-Sportpaket haben, den gibt es schon für 36.000. Und da denke ich, der hat etwas zu viel runter, werden so ein Auto mit ähnlichen Parametern schon mal? Denke ich nicht. Also auch 2-3 Jahre alt. Mit 80, 90 runter als Benziner kannst du vergessen. Der E300 Diesel ist eigentlich echt schön hier, von der Ausstattung her, der gefällt mir gut. Aber ist mir mit zu vielen Kilometern schon unterwegs. Ist eher was fürs Ausland, geht wahrscheinlich in den Export mit 18er Erstzulassung und 118.000 Kilometern auf der Uhr. Ist auch ein schönes Kfz mit AMG. Innen und außen, Facelift, also geiles Ding. Aber leider nur Heckantrieb, ne? Hat man 20.000 Euro Vorschaden gehabt. Ja, bei den Amis wäre es dann ein Totalschaden schon gewesen, gefühlt. Also ich denke hier realistischer VK, guter VK, liegst du hier bei 39,9 mit X-Drive
und ein bisschen schick, ist realistisch. Ein bisschen was muss er noch machen. Also ich denke, dass eine 39,9 echt mega wären, aber das wird wahrscheinlich in Summe nicht funktionieren preislich. Einen bestehenden Schaden hat er nicht. Ja, da bin ich mal gespannt. Können wir nochmal angucken hier das Ding. Shadowline hat er keine getöteten Scheiben. Das ist schade. 60 runter aus 17. Jetzt muss man schnell gucken hier. Sieht man natürlich jetzt nicht, was für eine Klima hinten drin ist oder auch nicht. Die Ladungsabdeckung hat schon gesagt, dass die fehlt. Das Panoramadach und die Standheizung sind schon mal so ein paar Themen. So, das sieht okay aus. Hier hat er überzogen wahrscheinlich oder irgendwas ist nicht zum Abschluss gebracht worden. Keine Ahnung, warum die ist. Ausrufezeichen an euch. Übrigens, der Display-Key kostet bei BMW nur 600 Euro oder so oder 700 Euro. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Wenn er dir runterfällt, uns ist er runtergefallen. Wir hatten so ein Auto ja, wie gesagt, schon. Ja, das fuckt richtig ab. Ne? Also das ist ja alles klar, sonst das Ding zerfliegt in tausend Teile. Immer auf dem Fliesenboden oder Steinboden und dann war's das. Ciao, Feierabend. Ja, was haltet ihr von dem Ding? Also ich muss ehrlich sein, mir gefällt er gut. Ich würde hier auf jeden Fall definitiv auch drauf bieten wollen. Der ist also der nächste, haben wir hier noch einen GLE. Und danach kommt direkt der wohl zurzeit am meisten gehypteste SUV der Neuzeit. Das ist das aktuelle G-Modell. Und ganz ehrlich, kommt echt auch cool. Das hat man hier so geil, meiner Meinung nach, kombiniert das Alte mit dem Neuen, mit dem Modernen, eine perfekte Symbiose hingekriegt hier mit den Ausströmern. Trotzdem irgendwie so ein bisschen den alten Look behalten, auch hier mit dem Angstgriff für den Beifahrer im Gelände. Also sensationell gut gelungen, so ein Ding. Ne? Auch optisch eine komplett stimmische Weiterentwicklung. Ich könnte mir fast so eine interessante Farbe mit dem zündbraunen Leder drin. Sensationell. Gucken wir uns da nochmal an. Jetzt ist der 45i dran. Drückt mir mal die Daumen. Hier müssen wir dann noch eine Abnahme machen, wenn er kein COC hat, müssen wir eine Datenbestätigung holen. Die Standheizung reizt mich hier, elektrische Hocker hat da drin. Ausstattung ist ganz cool. Head-Up-Display ist noch mit dabei. Okay, hier bin ich mit dabei auf jeden Fall. Klingelt es richtig, sind mit 30 eingestiegen und jetzt ballert es hier nach oben. Hier geht es richtig ab, ne? Sind wir bei 34.000 Euro drüber. Wenn die 100er frei sind, kann es halt sein, dass du hier noch so eine sinnlose Beat-Schlacht anfängst, die irgendwie komplett ins Grenzenlos geht. Das ist dann auch Quatsch. Hier steckst du in das Auto noch was rein. Also wir sind hier Höchstbietender. Haben wir den gekriegt? Jo, der ist frei. 45i, ich komme. 16er mit 60 runter. Endlich mal bei der Auktion mal wieder ein Auto gekriegt. Enrico freut sich. Ob das jetzt geil war oder nie, wird sich dann zeigen. Jetzt weiß ich irgendwie, mache ich mal das Licht schnell an. Ist das zu dunkel? Das sieht zu dunkel aus. So, jetzt ist das G-Modell dran. Das ist ein G350 Diesel aus 20 und der liegt bei 150 im EK. 150 wird hier ausgerufen. Für einen 350 Diesel, ne? Ist schon krank, was die Autos kosten. Ne? Wir ziehen uns dann noch mal gerne auch am Ende gemeinsam kurz die potenziellen Käufe oder Nichtkäufe rein. Hier ist mein aktuell persönliches Nightmare, obwohl es ein traumhaft schönes Auto ist, der 6er F13 650i. Da haben wir gerade eine Odyssee auch mit den Motorenleuten. Das ist einfach nicht mehr lustig. Also hier bin ich auf jeden Fall raus. Und der sieht aber auch richtig. Überleg mal, der soll 80 runter haben. Was hat er runter? Warte mal, stopp. 87.000 soll er haben. Puh, Alter. Was ist mit dem passiert? Was haben sie mit dem denn gemacht? Moment mal, hier, guckt euch das an. Boah, komplett wild. Boah. Uiuiui. Nee, also da. Das wäre ja gar nichts für den Rico hier. Zustand ist ja echt auch. Semi-geil. Guck mal das Verdeck an, was ist denn da los, Alter? Krass. Nee, also. Hier. Uiuiui. Boah, nee. Alter. Hat der Lack schon auf dem Ding gesessen, Alter? Das ist ja mal ekelhaft, wie das aussieht. Ciao. So, Maserati Jippy. Was denkt ihr, braucht man so ein Ding? Es ist hier ein Benziner mit dem 410 PS. Das ist ein 3 Liter
V6 Biturbo. Die Autos sind unglaublich agil und klingen auch relativ cool. Die Frage ist, braucht das einer? Also da bin ich mir irgendwie, ich bin da mal hin und her gerissen. Beim Quattroporte gehe ich ja noch mit, das ist für mich eine S-Klasse. So von der Größe und vom Fahrfeeling her. Aber das Ding hier, ich weiß nicht. G-Modell sind wir übrigens jetzt bei 144 im Gebot, ne? Nur mal so am Rand. Der hat keine Steuer. Ne, also ohne Steuer hätte ich da glaube ich keinen Bock drauf. Wir prüfen den mal. Vielleicht gibt es den ja für überschaubares Geld. Maserati Ghibli. Den gab es ja früher glaube ich schon mal irgendwie. Den muss es also auch richtig alt geben. Warte mal ganz kurz. Sag ich doch. Den gab es also schon mal. Genau. Eigentlich, also jetzt mal ganz kurz, wir schweifen jetzt kurz mal vom Thema ab. Aber so ein Ding habe ich letztens auf Elba gesehen. Das ist doch schweinegeil. Das ist doch irgendwie so kantig, so cool. Aber die haben halt, sind halt auch ultra anfällig, die Boden und sauteuer im Unterhalt. Weil da wirklich die Ersatzteilversorgung echt semi-geil ist. Jawohl, S400 über 50 mm mit 200.000 auf der Uhr. Wo ist denn das Ding hier? Ghibli, dann ist das ein 2015er gewesen, hätte ich jetzt gedacht. Der hatte nicht viel runter. Und das war der 410 PS Benziner, den gab es auch aus Diesel, den Ghibli, übrigens, nur so am Rand. Ich lasse es mal die Suche so, wie sie ist, weil es gibt eh nur 154 Autos. Und da geht's auch los in Litauen, das ist auch kompletter Quatsch natürlich, für 27,5. Und das startet jetzt hier bei 32,9 und geht dann hoch auf 33,9 bis 35.000 Euro. Ich würde mal vermuten, dass man hier so um die 40 Kilo ein ordentliches Auto an der Backe hat. So hätte ich es auch geschätzt, 39,9. Und da finde ich es auch wieder in Ordnung, für, wenn man sowas für 39,9 anbieten könnte an den Kunden, Endkunden. Da könnte es vielleicht passen. 57 runter ist ein 15er. Die Dinger haben Allrad und sind sonst eigentlich auch gut ausgestattet. Gucken wir mal die Schäden an, was hier so kaputt ist. Steinschlag in der Frontscheibe, eine Lachlackierung, hier ein Kratzer, hier am Radlauf. Da auch nochmal, na ja, gut, das geht eigentlich, ja gut, ein paar Sachen hat er, aber nicht dramatisch. Zwei Vorhalter, Scheckheft liegt jetzt nichts bei, vorschadenfrei, naja, hat die 21 Zoll auf jeden Fall drauf, also die großen Räder, die gab es auch auf dem Quattroporte. Ja. Was sagt denn ihr zu diesem Ding? Also ich finde die eigentlich persönlich nicht geil, also ich würde es mir wahrscheinlich persönlich jetzt nicht unbedingt hinstellen. 25 wollen die für das 6er Cabrio übrigens, ne? Ihr erinnert euch, da sah ja schon ein bisschen abenteuerlich aus. Maserati, oh, da bin ich aber dabei. Aber ey, warte mal, manchmal ist was lackiert. Das ist jetzt eine heiße Kiste, wenn die Karre kein Scheckheft hat, wird es mit dem Verkaufen richtig schwer. Ja, jetzt ballert sich nach oben, sind jetzt bei 33. Also die waren gerade bei 29 oder so. Das ist halt dann so ein Risikogame, ne? Wo du sagst, naja gut, komm. No risk, no fun, ne? Vielleicht hat er ja ein Checkheft oder so. Ja, nee, da bin ich jetzt raus, da habe ich keinen Bock drauf. Dann nehme ich da lieber so einen schwulen X2. Da ist mir die Farbe aber Kotze, ist irgendwie so eine Kotzefarbe irgendwas und boah, nee, komm. Kleines Navi nur, wenn überhaupt Navi. Zeig mal her, was kann das Ding denn noch? Ja, der hat kein Navi, siehst du? Tschüss. So, ein weißer Amarok. Als 163 PS, 3 Liter Diesel. Das ist der kleine, es gibt da kaum zu glauben, es gibt einen kleinen 163 PS, 3 Liter Diesel in dem Ding. 163 PS. Das klingt ja nach, könnte ewig halten. So klingt's. Manuelle Klimaleiter nur, großes Radio. Keinen Arschgrill sehe ich gerade. Okay, pff, ein bisschen mau ausgestattet, der Kollege, ne? Das ist eine richtige Buchhalterausstattung hier. Aber, Alter, was? Wild. Trommelbremse. Apropos, weil ich es gerade sehe. Wir haben zum Beispiel von den Kunden von uns eine Negativbewertung erhalten. Und zwar wurden uns vom Verkäufer ein Serienschlüssel mitgeliefert, das also sprich Klappschlüssel zu einem Caddy und ein, so, ein Schlüssel, ein Standardschlüssel.
Und der Zweitschlüssel war falsch geliefert worden und dann hatten wir das reklamiert und der Schlüssel war irgendwie nie auffindbar. Keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Und dann wollte aber der Kunde von uns, das haben wir dann, der hat das Auto dann also mitgenommen gehabt schon, wollte von uns, dass wir so einen bezahlen hier. Und dann haben wir gesagt, naja, Moment mal, wenn der hier werkseitig beim Caddy dabei war, dann bezahlen wir auch den. Und da haben wir dann eine Negativbewertung bekommen, weil der Kunde dann hat so einen machen lassen und wollte dann von uns die 300 Euro haben. Und da haben wir aber gesagt, na Moment mal, das Ding kostet irgendwie 80 oder sowas. Und den hätten wir dann auch erstattet und dafür haben wir dann eine Negativbewertung bekommen. So schnell geht das. So, VW Amarok, Double Cab, Großkabine, erst 15.000 Kilometer runter, glaubt dir dann wieder keiner nach 3 Jahren. Und 30 Mille ist für die komplette Nacksche Mutti, das Ding kann gar nichts, außer eine Klima und den kleinen 3 Liter Diesel in der Kamera. Das finde ich jetzt aber echt stramm. Wahrscheinlich, weil er so wenig runter hat, drehen die gerade deswegen frei. So ein Ding in guten Zustand zu bekommen, ist auch eher schwierig. Sehe ich ja ein, aber ist mir zu teuer. So, schwarzes C205 Cabrio, hat sich letztens eher aufgeregt, warum überall weh sagen, ist mir doch scheißegal. Für mich beschreibt es die Baureihe, ob eine Coupé, Cabrio, Kombi oder Limousine, scheiß die Wand an. W205 ist für mich ein C205, da weiß auch schon mal jeder, was für ein Auto ungefähr gemeint ist. Kleines Navi nur, das Map Pilot nur drin. Der scheint auch Kinescope zu haben, deswegen liegt hier der kleine Adapter für den. Ich hätte schon fast gesagt für Schlüsselloch, Junge, sondern fürs Zündschloss in dem Falle. Diamantgrill hat er. Ja, hübsch, eigentlich schwarzes Auto, 200er. Ich habe gerade so ein Ding gekauft als Handschalter, ein bisschen in einer wilden Kombination. Und die sind schon bei 30.000. Ja gut, morgen, dann muss ich ja mein Auto dahin bringen. C200 Automatik, 37.000 Kilometer runter aus 2016, Heckantrieb. Ja, kann ein bisschen LED-Licht, ein bisschen Sitzheizung, ein bisschen Keyless-Go, ein bisschen, war ich schon so schlecht nicht ausgestattet, aber sind gerade bei über 30 Kilo angekommen. Dann gute Nacht, ich bin raus. Mercedes-Benz Sprinter. Oh geil, mit rundum Leuchte, ich drehe durch. Geil. 4x4. Feier ich ja schon komplett, weil die Bude einfach mal höher ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie hoch das Ding ist. Ich glaube 15 cm oder 17 cm höher, als glaube ich die Serie ist. Wahnsinn. Das hier ein Angstgriff? Ja, los. Komplett interessantes Auto, aber übel übertrieben teuer die Dinger. Wegen Allrad, du kannst ja mal gucken, Sprinter lang hoch, so wie der jetzt hier ist. Das wird ein L2 wahrscheinlich sein und dann ist der H2 wahrscheinlich auch. 270 Grad Türen hat das Ding. 4x4, das kostet richtig Geld. Der hat auch noch eine Steuer dabei. Dann können wir nochmal schnell ins Reinziehen, das kostet richtig Kohle, so ein Ding. Hier muss man auch die Schadensbilder angucken, meistens sind die ganz schön zerschallert, die Boden. Dämmmatte ist mir egal, Kratzer auf dem Scheinwerfer ist beim Sprinter auch nicht schlimm. Das ist normal, wahrscheinlich auch normal. Die Rundumleuchten auf dem Dach ist die Frage, alles so wie es halt ist bei so einem Ding. Und da werdet ihr jetzt lachen, da ist der Zustand von dem Auto bis jetzt noch nicht mal schlecht. Die gibt es auch noch richtig zerschossen, die Hütten. Da erkennst du die nie wieder. Da sieht nach 50.000 Kilometern aus wie 600.000 Kilometer irgendwo durch Schlamm und Dreck gefahren. Frontscheinwerfer vorne rechts zerkratzt. Ja, juckt mich jetzt nie. Allradantrieb, Kasten, Klima hat er. Noch irgendwas Tolles. Ein paar Köpfe vorne, hinten und eine Anhängerkupplung. Jawohl. Aber, liebe Freunde, jetzt gucken wir mal ganz kurz bei LKW-Nutzfahrzeuge ganz fix rein. Bis 7,5 Tonnen suchen wir jetzt mal fix. Und suchen jetzt mal Kastenwagen alle Mercedes-Benz als Sprinter. Dann suchen wir mal bis zum brauchbaren Kilometerstand von 100.000 Kilometer ab 129 PS theoretisch. Logischerweise ein Diesel. Und das ist ein 2015er, war das glaube ich. Kann das sein? 16er. Also suchen wir mal ab 15 die Bude. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt kannst du ja aber das fucking Allrad. Kannst du suchen. Doch, da, zack. 16 Stück. Noch Fragen? Und dann zeigt er dir ja als erstes den Nettopreis an. 34,99 für 163 PS. Wir nehmen jetzt mal die Kilometer raus, weil es eh keine Rolle spielt. Guck mal. Das ist geisteskrank. Der hat 270 runter, 175 runter. Mixto haben wir hier mit Sitzbank.
200 runter, der kostet 32.000 Euro brutto und dann geht es direkt auf 41. Also hier haben wir einen vergleichbaren Wagen, aber mit größeren Motor- und Sortimo-Einbau. Das ist so eine Art Werkzeugeinbau. Kann man auch nachrüsten, wenn man will. Hat hinten Fenster drin, eine Dreierbank und nicht schlecht so, das ist dieser Einbau. Ne? Kann man auch rausnehmen. Mit Werkbank hier ist schon cool. Ne? Also gerade für Unternehmer, die quasi unterwegs auf Montage sind und sowas, ist das top. Der kostet aber auch geschmeidige 34,99 Euro netto. Für Unternehmer ist ja oftmals der Nettopreis einfach interessanter, weil die das Fahrzeug ja quasi im Unternehmen laufen haben dann. Also für die ist der Nettowert der relevante Wert, weil das ist das, was die effektiv, nachdem sie Steuer und Zweifel zurückbekommen haben oder sich gezogen haben oder wie man es nennen will, am Ende bezahlt haben für die Karre. So, ansonsten finde ich den vom Zustand her gut. Erstmal silbern und nicht weiß, das ist selten. Auch dieses Trittbrett hier übrigens ist Off-Preis. Das ist auch quasi die Heavy-Duty-Anhängerkupplung. Das heißt also, hier kannst du auch theoretisch richtig was ranhängen. Wir könnten jetzt mal aus Geigel nochmal schnell die Fahrgestellnummer ballern und ziehen uns das nochmal ganz kurz rein, was das Auto neu gekostet hat und was das jetzt kostet, nachdem es irgendwie 60.000 Kilometer auf der Uhr hat. Ihr werdet euch wundern. Ich schätze mal, dass der Neupreis bei um die 65.000 Euro brutto lag. 58,8 netto. Naja, ich lag etwas daneben. Also 70. Auf Deutsch gesagt, ne? So, jetzt sind 4x4, 129 PS, hat man schon gesagt. Brillantsilber ist die Farbe. So, dann haben wir die 270 Grad Türen, die 13-polige Anhängung, erhöhte, genau. Enrico kennt sich aus, Junge! Anhängerkupplung, Kugelkopf, erhöhte Anhängelast. Bam, da ist er wieder. Bitch. Hier. Holzfußboden war auf Preis, Klimaanlage, Thematik, großer Kraftstofftank, Metallic Lack, was parametrierbares Sondermodul, was? Da kann, genau, das ist ein Modul, wenn man jetzt irgendwelche wilden Nachrüstungen noch reinhaben will, ist es ein Modul, wo quasi noch Platz ist dafür, wo man dann Mercedes quasi was hineinkonfigurieren kann. Die Rücklehnen sind sogar umklappbar, Stabilisator hinten, Stabilisator verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung. Hat er da eine Standheizung drin oder was? Wärmeschutzverglaser und der hat eine Standheizung. Wild. Nein, ist nicht angegeben. Okay, das könnte noch so ein kleines Insider-Info-Ding werden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, dass du für so ein Auto zwischen 35 und 40k als Kunde berappen musst. Vor allem mit dem Kilometerstand könnte es sogar noch teurer sein. Erhöhte Anhängelast heißt in dem Fall, der kann 3,5 Tonnen im Regelfall. Jetzt ist er auch dran, also ich bin sehr gespannt, was das kostet, das Ding. Ja, da bin ich auf jeden Fall safe dabei. Das probiere ich aus, da stellt der Enrico sich hin. Hat zwar nur den kleinen Motor schon drin, aber du, man kann immer alles haben. Da sehe ich schon den Handwerker zum Jahresende. Wirst du sehen, geht's los auf die Dinger. Wollen die alle nochmal ein paar Kosten produzieren. Was natürlich auch ein extremer Markt ist für diese Autos, weil das ein Hochdach ist, da kann man drin stehen. Extremster Markt meiner Meinung nach ist hier definitiv Wohnmobil. Der hier eignet sich dadurch, dass er schon eine Standheizung jetzt hat, eignet er sich massivst für Alter, das wird aber teuer, das habe ich mir schon gedacht. Fuck. Sind wir gleich bei 36.000 Euro. Also bis 35 war ich jetzt noch dabei. Nee, also jetzt ist der Enrico raus, das ist mir jetzt zu stramm. Also könnt ihr mal in die Kommentare hämmern, was ihr meint. Der Sprinter hier, ob das jetzt über 36 Mille, also die Leute, nee, danke. Dann suche ich dann doch lieber nach dem nächsten. So, dann haben wir einen VW T6 Multivan, der ist mir zu viele Kilometer. Dann haben wir einen X3 3 Liter Diesel, 265 PS, ein Discovery 3 Liter Diesel, noch ein 540i, noch ein T6 Multivan, ein 640i Gran Turismo, ne, im Paket sehe ich schon. Multivan, ein S500 mit 400, nee, danke. Ja, 38.000 Euro ist jetzt der Sprinter, ne? Da lacht sich der Verkäufer gerade richtig eins ins Fäustchen, das kann ich dir garantieren. So, hier haben wir einen X3 in schwarz. Als 3 Liter Diesel, 265 PS. Ohne Lenkradheizung. Puh, der sieht mir ein bisschen zu nackig aus für einen 3 Liter Diesel. Mit Matratze drin, ohne Sportsitze, alles manuell.
Uiuiui, nur ein kleines Navi mit dabei. Der ist mir ein bisschen zu nackt. Ah, nee. Nee, also für einen 2 Liter Diesel geht das klar, aber nicht für einen 3 Liter mit 265 PS, das passt nicht zusammen. Großer Motor, wenig Ausstattung ist immer scheiße. Land Rover Discovery ist ja auch so ein Ding, manchen gefällt es nie. Viele haben sich extremst an dem Heck gestört, wegen dem Kennzeichen hier, was ein bisschen so komisch aussieht. Aber das sind halt typisch die Engländer, die machen halt, was sie wollen, lassen sich nicht reinlabern, also von daher. Und haben dadurch auch ihre Anhängerschaft. Das sieht aber auch wirklich echt preiswert aus hier, ne? Boah, das sieht echt aus wie meine Fresse, als hätte ich das designt. Das sieht ja aus, ey. Das Lenkrad ist ja echt cool eigentlich. Das hat was. Ist die Laderaumdeckung auf jeden Fall da. Der hat LED-Licht, der Kollege. Motorhaube entriegelt nicht. Okay. Was haben wir denn für Schadensbilder? Da ist bestimmt auch so einiges los hier. Kratzer. Kratzer. Delle. Steinschlag. Kratzer. Kratzer. Dellen auf dem Dach. Delle 2 bis 10 mm. Elektrische Heckklappe hat er. Naja, ist halt ein bisschen geschunden im Innenraum, aber das ist halt typisch für so ein SUV. Das ist halt normal durch die Kinder hinten und Kofferraum voll. Also Gebrauchsspuren normal. Einfach normal. Unfallfrei. Scheckheft ist bei den Dingern ja elektronisch. Haben wir ja auch gesehen, ist ein 2018er. Finde ich eigentlich okay. 258 PS. Mit ein bisschen LED und ein bisschen Schnick und Schnack und Schnuck. 19 Zoll Räder, die sehen aus wie Schubkarrenrädern, die Dinger, also unglaublich. Und lass uns jetzt mal hier den Land Rover ballern. Ich denke, kann man sich mal mit hinstellen, so ein Engländer auf die Ecke. Kann natürlich sein, dass der wieder ein paar Tage steht. Das muss man bei einem Discovery immer einplanen. Das ist manchmal ein Auto, das geht ganz, ganz fix. Und dann gibt es wieder Phasen, da steht so ein Ding. Aber das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, dass das mal so und mal so läuft. Aber am Ende des Tages kann ich dir sagen, ich mache das nur schon ziemlich lange. Irgendwann verkauft sich jedes Auto. Früher oder später geht es irgendwo, irgendwie, irgendwo hin. Das ist einfach so. Ob nur mit Gewinn oder Verlust, das halt mal dahingestellt jetzt. Aber irgendwann verkauft sich alles. Der Discovery ist schon dran, der liegt bei über 40. Gibt es einen Cottbus für Schmales? Dann kannst du die M4 privat holen, Alter. Hier kriegst du einen HSE. Warte mal ganz kurz, schöner Vergleich. Das wird auch ein HSE sein, vermute ich jetzt mal. Der kostet 41 und zerdrückte gerade, plus Aufgeld, also 43. Ist ein 1825 runter. Und dann gibt es hier einen von privat, den kannst du wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin jetzt mal frech, ich schaue jetzt mal einen 38 an. Guck mal, der hat noch irgendein wildes Sportpaket, das sieht mal richtig wild aus. Richtig cool, ja. Also wenn ich einen fahren würde, dann so, bitteschön. Boah, der ist immer. Der war ja fleißig hier. Junge, 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 der braucht den 7-Sitzer. Mit Apple CarPlay und so. Das sieht gleich ganz anders aus. Ja, also, hallo? Ja, dann kaufe ich das. Alter, was ist los? Meridian Soundsystem drin. Was geht? Hat zwar die doppelte Laufleistung, aber jetzt mal ohne Scheiß. Der hat nur die dreifache Ausstattung, ne? Den müssen wir mal connecten hier, den Typen. Den finde ich super. Steht in Hamburg. Fragen wir mal einen Haken, ob der die Lust hat, die Karre zu kaufen. Haha. Nee, also lange Rede, gar keinen Sinn. Fand ich jetzt zu teuer. Dafür, dass ich hier ein HSE kriege und den. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, von privat. Hause den 40 um die Ohren, würde er wahrscheinlich nicht mal nee sagen. Da ist das geilere Auto, oder? Also. Und was hier gerade so die VW T6 Multivan Kosten, das ist eigentlich nie normal. Das ist zwar ein 2018er, aber der hat nur Stoffsitze drin, das sind DSG 204 PS oder 205. Und die legen, da reden wir locker über 45 km, ne? Also, der war zu hässlich. Luxury, habe ich festgestellt, geht nicht.
Sportline geht und mit einem Sportpaket funktioniert, aber Rest funktioniert nie. So, 640 Gran Turismo. Ja, der Weg ist eine Lenkradheizung, aber ansonsten, innen drin ist der ganz hübsch, aber außen, ohne M-Sportpaket sieht das Ding einfach traurig aus. Hat aber dafür innen drin Gas gegeben, ne? Bowers & Wilkins-Anlage, elektrisches Rollo hinten und so, die Komfortbestühlung drin, aber trotzdem bin ich hier raus, kein M-Paket muss er haben. Dann haben wir nochmal einen T6. Und da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, ne? Und wenn wir wissen, die VW-Generation hat Probleme mit den Motoren und diversen anderen Sachen. In der Auktion merkst du davon nichts. Die Autos sind beliebt, die Leute kaufen es trotzdem. Die kaufen es einfach trotzdem. Weil man muss doch sagen, dass der VW in der restlichen Sache, also sprich in der Verarbeitung, Haptik, Optik im Innenraum, gerade beim Multivan oder beim Camper, so wie wir den haben, den anderen, auch wenn er logischerweise teurer ist, aber schon einige Klassen voraus ist. Das ist einfach so. Das ist einfach Fakt. Das kannst du nie von der Hand weisen. Und das kannst du auch mit 10.000 Euro Preisunterschied hoch oder runter nun schlecht wegwischen. Also das ist wirklich, wir sehen es ja an diversen anderen Fahrzeugen, wenn man damit draußen unterwegs ist, da ist VW schon echt gut in Sachen Verarbeitung, Innenraum. Vor allem in dem T6, finde ich. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen, die Dinger gibt es hier nicht für einen schmalen Schein. Da wirst du nicht mitmischen können. Da sind dann Händler auch dabei teilweise. Die haben sich komplett auf die Dinger spezialisiert. Gibt es wirklich Händler, die machen nur T-Bus, also T4, T5, T6, ne? T6.1, dann später T7 oder was weiß ich. So, jetzt haben wir hier nochmal einen 320 GT, so ein Ding habe ich mal gehabt. Boah, das Lenkrad ist so, nee, das ist echt hässlich. Das ist so furchtbar zum Fahren irgendwie. Dann hat er die Opa-Sitze drin. Zimtbraunes Leder ist okay, aber die Sitze, das hat auch den Begriff Sitz nie verdient. Ne? Das ist wirklich ein Witz. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn du BMW fährst, kauf entweder den ordentlichen Komfort oder Sportsitz, den Rest kannst du lassen. So hier, ne? Quasi den Hocker. Das geht klar. Der ist auch von der Ausstellung her noch ganz hübsch hier. Das ist ein X4. Meiner Meinung nach vom Heck her auch ein super hässliches Auto. Einfach nicht schön. Einfach nicht schön. Also, das ist meine persönliche Meinung. Das Auto ist einfach nicht schön. Wer das gemacht hat, ich weiß auch nicht, was da los war. Von vorne, ja, okay, Innenraum, geil, X3 oder sowas. Oder BMW 5er, was weiß ich, der Geier. Irgendwo dazwischen zusammengewürfelt. Ach, hey, nee, was denn? Da fühl ich gar nicht. Bin ich raus. So, CLA Dauerbrenner als Shooting Brake mit 100 runter bin ich raus, 200 runter bin ich auch raus. A250 Benziner, 15.000 Kilometer, das ist auch schon wieder so eine Laufleistung. Da fragen dich dann die Leute Tatsache am Telefon, warum hat denn der in 3 Jahren nur 15.000 Kilometer runter? Ja, da kennt die, das höre ich schon, ich kann es schon hören, es hat noch nicht mal das Telefon geklingelt. Und du nur so, Corona. Ist immer noch präsent, dieser Scheißdreck mit Corona. Ja, aber die Leute haben es schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Die denken immer alle nur, da ist irgendwas faul. Und die kaufen es dann trotzdem nicht. Wenn du dort nie irgendwie eine gute Story dazu ablieferst, dann kauft das trotzdem keiner. Kannst du mal glauben. Es kauft trotzdem keiner. Das ist unglaublich. So, liebe Freunde. Noch ein paar Sachen kurz nebenbei abgeklärt. Gerade ein Bewerber im Haus, aber dein Rico ist ja gar nicht da, weil der ja hier bei euch sitzt quasi. Oder nicht andersrum. Ja, wie auch immer. So, jetzt haben wir hier einen schönen A250 Benziner mit Night-Paket, mit ultra wenig runter, mit Sportpaket, große Klima, mit Navigationssystem. So, was haltet ihr davon? Das Ding ist echt schön, ne? Passt, Panoramadach hat er auch. So, jetzt ist die A-Klasse dran, der 250er Benziner. Ist halt auch ein bisschen ein schwieriger Kandidat, weil ist aus 1,18 zugelassen. Wir sind jetzt gleich... quasi ist das Auto exakt 3 Jahre alt. Das ist ein Frontantrieb mit 211 PS Benzin und der hat erst 14.000 Kilometer runter. Ne? Und das hatte ich schon eingangs mal erwähnt, das wird dann wieder spannende Fragen geben am Telefon. Warum hat er so wenig runter? Und wegen solchen Autos drehen die Leute hier in der Auktion auch völlig durch. Mountain Grau übrigens, die Farbe.
Hat Keyless Go, hat AMG Styling Paket, bla bla bla. Ist ein cooles Auto, aber 27.000 Euro plus auf Geld. Sind wir schon bei 27,5 gleich. Ist selbst für die wenigen Kilometer zu dolle. Also ich sehe da realistisch eine 29,9. Also ganz ehrlich, über 30.000, da wird es echt wild. Da kriegst du das neue Modell dafür. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe exakt so ein Auto aus 2016 gekauft. Also so eine Karre. Gut, kein, ich weiß gar nicht, kein schwarzes Leder, sondern so graues oder beiges Leder. Also jetzt bin ich da komplett gespannt, was die hier aufrufen für das Ding. Das ist ein 17er, statt ein 16er, glaube ich, mit, weiß ich nicht mehr genau, 50, 26 Mülle. 28, Junge, da kann ich mein Auto eigentlich gefühlt wirklich hinschaffen. Boah, ey, komm, nee, kannst du auf andere Sachen konzentrieren, jetzt Quatsch. So, GLA 200, 50.000 Kilometer runter aus 18 mit Sportpaket. Schöne Farbe, die Farbe gefällt mir gut. Schicke Felge dabei. Cooles Ding auf jeden Fall, große Klima. Die dicken Sitze drin, Sportsitze, einwandfrei. Mit der roten Naht drauf überall, das sieht gut aus. Sehr, sehr schönes Auto. Denke ich auch, dass der wahrscheinlich preislich durch die Decke gehen wird mit Keyless Go Standardanlage. Kammer sind blau Metallic, hat keine Steuer die Karre. 30 Mille geben die gerade für das C200 Cabrio aus. Wahnsinn. So, dann haben wir ein GLA 200 als Frontkratzer. Ein schweinegeiler Verkaufspreis. Meiner Meinung nach wären hier irgendwo 27,9. Aber das wirst du wahrscheinlich eh vergessen können. 50 runter aus Anfang 18. Auch 19.01. ist noch ein Steinbock, sehr gut. Passt mal. Ja, 26 Ausrufe alleine, ne? Einfinanzierung nicht möglich. Ach so. 24. Jetzt bieten sie. Ja, gut, jetzt geht es halt wieder hoch, ne? Ist immer dasselbe Spiel. Es wird ein Preis ausgerufen, der ist eigentlich jetzt, ja, okay, so geil. Dann bietet keiner, dann geht es mit dem Preis nach unten. Dann wird auch der Letzte dann irgendwie noch wach, wenn es billig geworden ist. Und dann bieten sie alle. Ist immer dasselbe. Ja, CLA Shooting Brake, 220er mit Allrad. Finde ich eigentlich, wer keine E-Klasse will, also wer CE-Klasse nicht will oder möchte, hat hier eine coole Alternative, weil hier hat man trotzdem Platz. Das Auto ist sportlich und agil, sieht schnittig aus. Macht was her, hier in dem Fall mit AMG-Line und Allradantrieb. Finde ich gutes Ding. Sind auch Autos, die sich gut verkaufen lassen, meiner Meinung nach. CLA 2019er Modelljahre hatten wir letztes Jahr relativ viele mit AMG Sportpaket aus Schweden und Co. importiert. Da hatten wir echt ein paar coole Kisten am Start letztes Jahr. Dieses Jahr noch nicht einen einzigen. Traurig, aber wahr. So, der hat den richtigen Motor meiner Meinung nach, 177 PS Diesel, perfekt die Maschine für das Auto, absolut zu empfehlen, meiner Meinung nach ist mein persönliches Empfinden, bin ich auch schon gefahren, so ein Ding, super. Navigationssystem, wir suchen mal den Allrad dann auch mit LED-Scheinwerfer und Sitzheizung, eigentlich normalerweise müsste man hier auch eine große Klima mitsuchen, ohne Allrad sind sie deutlich günstiger, die Autos, staunt man jetzt gleich. Da geht der erste los von Privat für 25,5. Interessanterweise hat er auch erst 50 runter. Dann kommt ein Silberner und dann geht es los bei 25,9. 26,5 und dann reiht sich das hier so ein. Und da haben wir hier sogar einen Viermatik. Und man sieht es, ihr merkt es auch, man findet natürlich auch hier parallel während der Suche immer mal wieder Autos, wo man so denkt, könnte man eigentlich mal abtelefonieren. Der ist auch blau mit Night-Paket, sieht auch sehr, sehr gut aus. Den könnte man auf jeden Fall mal abfunken, aber nur die kleine Klima, ne? Das ist halt schon ein bisschen rossig und ein hellen Dachhimmel, ne? Puh, aber dafür Keyless Start, bla bla, das war ja dann serienmäßig in dem Modelljahr. Muss halt nur mit der manuellen Klima leben. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Karre. Da können wir jetzt gerne mal hier den Vergleich dazu aufmachen. Das ist ein Unterschied. Auch von der Bedienbarkeit her alleine schon. Also ich denke, dass du 26,9, 27,9 wäre theoretisch eigentlich der realistische VK für so ein Ding.
Wobei ich gerade aktuell der Meinung bin oder auf dem Level bin, dass die Preise sich teilweise von, also die Marktpreise von den reellen Preisen, was das Auto eigentlich wert sein müsste, sich gelöst haben. Also das ist nicht mehr nah beieinander. Also zum Beispiel eine DAT-Bewertung von so einem Fahrzeug hat teilweise mit so einem aktuellen Marktwert bei mobile.de überhaupt nichts mehr am Hut. Ist meine Meinung. Ja, sind wir bei 25. Da hätte ich jetzt noch gesagt, das kann man sich nochmal gefallen lassen. Aber da bin ich jetzt raus. Und ich schätze mal, dass das Ding, der Panzer hat so ein Ding für 26,9. Da gibt es dann hier einige, ob nur Allrad hin oder her, sei jetzt mal drauf geschissen. Aber hier gab es auch schon den einen oder anderen Allrad für 26,9 mit dabei. Hier gibt es einen privaten für 26,5. Da kann ich auch theoretisch, hier sind wir bei 27,5 mit Abholung und Off-Gelb, sind wir jetzt schon. Das sind 75.000 Kilometer Auto aus 18. Da kann ich hier den 17er holen mit 62 auf der Uhr. Gucken wir uns den nochmal kurz an von privat. Den Haus mit 25 um die Ohren, das klappt am Ende vielleicht auch. Der hat auch nur die kleine Klima. Meine Güte, was ist denn da los? Aber der ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, A220, so ein Ding haben wir auch schon verkauft. Die laufen eigentlich ganz gut. Ein bisschen AMG in außen. Haben wir mal verkauft mit Allrad, aber war der, kann ich mich erinnern, ein schwarzer für 32 oder 33,9. Auch mit Panoramadach. Also so ähnlich wie der, nur dass das ein Frontantrieb ist und wir steigen schon mit über 30 ein für den 19er. Ja, moin. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr weiter quatschen. Das hat sich dann schon erledigt mit dem Wagen. So, A35, meiner Meinung nach ein zu teures Auto. Die Preise von diesen Dingern ist geisteskrank, wobei das hier aussieht wie ein Edition 1 oder irgend sowas. Oder war das der? Der war es, glaube ich, oder? Lass mal gucken. Genau, ne? Also der hat das Edition 1 Paket, glaube ich, bei. So wie es aussieht hier mit dem fetten Spoiler hinten drauf. Das ist ja mal komplett übertrieben, Alter. Restlos geisteskrank. Guck dir das Ding an, das sieht aus, als müsste das Ding gleich abheben wollen. Hier kannst du dich auch Waschstraße, ciao, da fährst du nie wieder eine Waschstraße mit dem Ding, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass du damit in eine Waschstraße kannst. Das ist dann, glaube ich, nur noch die Handwäsche. Da wäre das Auto für mich schon raus, da habe ich gar keinen Bock. Ich habe ein Auto original bei mir im Bestand, was Handwäsche braucht. Das ist der Turbo der 964er und das kotzt mich schon an. Ich bin nicht so der, ich wasche mein Auto gerne Typ, so bin ich einfach zu faul. Gucken wir mal hier, was das für ein Paket ist mit diesem Spoiler. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ist bestimmt auch wieder völlig wild und teuer, wenn man sowas haben will. Deminblau übrigens, wie so eine Jeans. Genau, Aerodynamic-Paket, AMG, Heck, Flügel, Spoiler. Der war also auf Preis, das schwachsinnige Ding. Night-Paket, ob das jetzt besser oder schlechter aussieht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde es eigentlich eher nur unpraktisch, weil ich glaube nicht, dass es irgendeinen verschissenen Nutzen hat bei dem Auto. Könnt ihr ja mal in die Kommentare ballern und eure Meinung kundtun, ist es geil oder ist es nicht geil, also ich finde es einfach nur albern. Beim Edition 1 mag es sein, okay, gut, da sehe ich das ein, dann ist es halt so, gehört zum Paket mehr oder weniger dazu, aber den Spoiler als einzeln zu bestellen, da hätte ich mir ja wahrscheinlich eher die geilen Sitze bestellt oder irgendwas, keine Ahnung. Was haltet ihr vom A35 oder A45? Ich finde, das Auto ist zu teuer, also wenn man sich mal die Gebrauchtmarktpreise anguckt. Wir suchen uns jetzt mal einen A35 aus 2019, suchen wir uns jetzt mal raus. Ab 19 würde ich den jetzt mal suchen. Wir suchen mal bis 30.000 Kilometer und wir hauen hier mal so ein bisschen Zeug mit rein. Voll digitales Kombi-Instrument ist ja klar. Dann suchen wir jetzt mal einen Totwinkel, finde ich immer ein wichtiges Feature bei so einem Auto. Und meinetwegen Keyless Go. Ja, das sind so die Sachen, wo ich sage, geil, sollst du eigentlich haben. Geht los bei 43,9. Da geht's los. Jetzt können wir sagen, okay, komm, Totwinkel, was ist wichtiger, Totwinkel oder Keyless Go? Ich würde Keyless Go als wichtiger empfinden. Das Gemärme mit Schlüssel geht mir auf den Geist, wirklich. Gut, dann ballern wir mal Totwinkel raus und ballern auch gleich nochmal einfach schlüssellos mit raus. Und da sind wir trotzdem bei über 40.000. Gab es den eigentlich auch schon? Ich habe es auch schon 18, da können wir auch nochmal schauen. Ändert sich trotzdem nichts. Über 40 Mille für einen 35er. Und wenn du jetzt nach einem 45er suchst, lass ich gleich komplett weg. Da hast du ja zwei Golf-R-Kurven gefühlt. Geht es bei 53.000 Euro los.
53.000 Euro geht es los. Also wenn du das Ding voll haben willst, ein bisschen schick, kratzt du hier noch an der 60, da bin ich mir sehr sicher. Wir hämmern jetzt hier mal ein bisschen Ausstattung nochmal mit rein, pass auf. Wir hämmern jetzt mal rein Kielers und wir hämmern jetzt einen Totwinkel nochmal rein. Und was braucht man noch, Ambientelicht. Ist wichtig bei einem Auto. Haben sie auch alle, okay. Und warte mal, Standheizung. Da bleibt nichts übrig, okay, hat Keller, super, gibt es also nicht. Dann würde ich es mal dabei belassen und schauen wir mal, 31 Stück gibt es da noch. Niedrigster Preis zuerst, 57,5, wenn du dann auch ein bisschen hübsch haben willst mit Ausstattung. Übelste Sorte, 60 Mille, da haben wir jetzt drin, Keyless, Totwinkel, ein bisschen Ambientelicht, gut, das kannst du rausnehmen, da ändert sich sowieso nichts. Volldigitales Kombi-Instrument bis 30.000 Kilometer, 2-3 Jahre alt, ist der Wahnsinn. Da bin ich gespannt hier. Der ist differenzbesteuert, der ist deminblau, das ist der mit dem Kasper-Spoiler. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal bei dem Auto ist oder nicht. Ich finde es einfach nur behindert, weil er es eh nie braucht und B, einfach nur komplett unpraktisch ist für den Alltag. Der ist eigentlich, bis auf Neid, ist der relativ simpel ausgestattet, würde ich sagen. Ja, starten Sie aber 40. Wüsste ich jetzt nicht, mit anzufangen. Nee. Fühle ich nicht. Finde ich zu viel Geld für so ein Ding. Da kann ich sagen, da kriege ich eine gebrauchte S-Klasse dafür, ne? Also, sind wir bei 42 Mille jetzt gerade. Gut, Schiebedach hat er noch. Also nee, dann gucken wir uns hier lieber die S-Klasse an, oder? Ist halt auch Geschmackssache, das Ding. AMG außen. Hinten Klima drin, hatte der Kollege übrigens nicht. So, jetzt checken wir mal den S450 Hybrid aus. Auch ein völlig wildes Auto, wo ich gar nie weiß, ob das jemand kauft als Hybrid. Kann komplett gefragt sein, kann aber auch ein völliger Flop sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein Auto ist, naja, schwierig, würde ich vermuten wollen, dass das jetzt nie unbedingt das Auto ist, wo die Leute für durchdrehen. Ne? 54 Mille, das finde ich auch zu viel. Weil dafür als Probierpreis ist mir das zu viel. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So, jetzt kommt gleich ein sehr, sehr hübsches Auto hoffentlich. Das ist ein E350, auch Hybrid Cabriolet in Weiß Midnight. Und hier finde ich die Zusammenstellung Felge. Zeig mal her, wie sieht denn der von innen aus? Ja, passt. Super. Innen drin schwarz mit roten Gurten 1A. Perfekt. So ein Auto ist richtig teuer. Ja. Burmester Soundsystem drin, Erstgauf mit drin, also super. Normale Gebrauchsspuren, nichts Dramatisches dran. Und der ist erster Hand, der hat die Steuer ausweisbar, also hier passt eigentlich alles zusammen. Nun weiß ich eben nicht, ob so eine Hybridbude bei dem Auto gefragt ist. Also da bin ich komplett außen vor. Am Ende entscheidet immer der Preis und Zustand des Fahrzeugs. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Leute nicht juckt. Hauptsache es gibt eine E-Klasse Cabrio in geil. Mit ein bisschen Bums dahinter. Das wäre glaube ich schon auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Benzin, Elektro, das nehmen wir mal mit rein, den Scheiß. Und wir suchen den mal auf jeden Fall ab 299 PS. Und LED-Scheinwerfer, virtuelles Cockpit brauchen wir auf jeden Fall auch hier in dem Auto, weil sonst geht es gar nicht. Jetzt könnte man auch noch den Erstgauf mitsuchen. Habe ich hier oben AMG mit drin, habe ich drin. Und ich meine, die sind teuer, ich denke, die liegen bei 60 die Autos. Geht's los in Litauen mit 50. Und dann haben wir einen rein E400 für den Fuffi. Und jetzt musst du in jeden einzelnen reinschauen. Aber wahrscheinlich so ein Hybrid-Eimer, wenn du so ihn haben willst, liegen die wahrscheinlich wirklich bei 60. Hier haben wir so einen EcoBoost, 313 PS. Ja, dann bist du bei 60, ja, so ein 350er. 350er Hybrid-Cabrio mit 299 PS. Geht bei 60 los. Da habe ich auch ein bisschen die Suche falsch drin. Aber ich glaube, dass 60 nicht unrealistisch ist, ne, normalerweise für so ein Ding. Steuerausweisbar, 20 runter, 63, in der erste Weise in schön kostet 66, war es ein 450er dann. Ja, da kannst du wahrscheinlich dann auch einen 450er kaufen, da sind es aber 55 runter.
Ja, da bin ich mir nie sicher, ob sowas eh noch braucht. Ne? Meine Ausstattung, von der Ausstattung her ist das Auto sehr, sehr schön. Wäre ich jetzt aber erstmal bei dem noch raus. So, dann kommt die nächste A-Klasse. Da haben wir ja den anderen schon gesehen. Vom Preis her war das nichts. Obwohl die jetzt hier weniger runter hat und ein bisschen eine andere Felge, zumindest eine andere Farbe. Konzentrieren wir uns mal auf den GLE. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Boah, mit der kleinen Felge sieht echt cool aus, ne? Eieiei. Also wenn er die 21 Zoll Felge drauf hat oder die 22 Zoll oder was das ist, sieht das Ding echt sinnlos aus. Kein AMG innen. Boah, ey, puh. Das sieht ein bisschen gibt mir auf ein Schwein hier. Ja, ist nicht schlecht das Ding, ne? Ah, da sind sie wieder die drei Probleme. S63 in lang als Viermatik. Ich könnte ausrasten. So muss so ein Auto aussehen. Außen schwarz, außen weiß mit Night-Paket, getönte Scheiben. Sensationell. Facelift Carbon, Alter, guck dir das bitte an, das Performance-Eck gerade drin, ich könnte freidrehen. Super, super geil. Alter, unglaublich die Karre. Hat auch keine Klima hinten, ist das dein Ernst? Was ist denn da los? Alles elektrisch mit Belüftung hier hinten, aber keine Klima, haben die eine Meise oder was? Ist nicht dein Ernst, oder? Also das ist ja nicht normal. So, ist das 612 PS hier? Yep. Das ist also die Performance-Geschichte. Richtig brutales Auto. Prüft dann Rico jetzt gleich mal. Muss er wissen, was das kostet. Wird richtig teuer sein. Ich schätze mal, sowas liegt immer noch bei um die 100.000 aus dem Baujahr mit der Laufleistung. Such mal bis 100.000 Kilometer. Such mal ab 610 PS und dann kannst du eigentlich auch schon aufhören. Viele gibt es da eh nicht. 138 Autos im Angebot aktuell am Mobilmarkt und es geht bei 100 los. Wenn du so willst. 96.000 Euro. So bis neu. Da ist hier aber noch keine Weiße dabei. Hier haben wir eine Weiße. Die kostet genau 100. 99.000 Euro. Na gut, 99.000 ist nie genau 100. Also ich denke, dass du hier, das ist quasi eigentlich das Auto, wenn du so willst. Ne? Ausstattung ist vergleichbar. Ja, ist eigentlich komplett gleich, auch hinten ohne Klima. Was ist denn da eigentlich immer los? Verstehe ich gar nicht. Nur, dass der kein Carbon-Lenkrad hat, also das Performance-Lenkrad nicht das Geile. Das ist in dem hier schon mal eine Ecke schärfer und das macht was im Verkauf auf jeden Fall aus. Das könnte man glauben. Das ist auf jeden Fall safe ein Unterschied, was du hier für einen Lenker und Nachfolger hast. Ne? Das Ding ist mit Carbon, da ist hier das Alcantara mit dran. Das ist spektakulär, wirklich. Um nicht zu sagen, spektakulär. Ja, Carbon auch außen, ne? Das ist schon brutal die Bude. Also wenn du so ein Ding haben willst, ich würde mal behaupten, Carbon innen, außen wirst du wahrscheinlich im Bereich auf jeden Fall 100, 105.000 Euro liegen. Hier haben wir einen von 107,5 mit Keramik. Wie sieht der denn aus? Ob man jetzt eine Keramik in so einem Auto braucht, das ist ja immer eine Glaubensfrage oder eine Geschmacksfrage. Nee, hat er auch nicht. Oh Gott, was gucken hier? Okay. Kommt hier noch irgendwas Wildes? Die alle mir sind gerade, ne? Uiuiui. Also ich denke, ein 100er ist das Ding wert. Auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Ne? Also es gibt ja hier genug Händler, die wirklich richtig die Kohle locker haben, die einfach mal dafür 100, für 80, 90k so ein Ding ziehen. Ja, ne? Der hier ist mir einfach zu hässlich, das hast du schon erwähnt hier, mit den kleinen Rädern und in AMG vergessen. Beim 400er bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf. Die S-Klasse feiere ich komplett. Die war auch vom Zustand her, glaube ich, okay. Wollen wir mal schnell schauen, was ist denn hier der Neupreis gewesen? Weil die Karre ist ja wirklich auch nicht gerade leer. Neupreis 181.000 Euro netto sind dann also läppische 215. Da muss das Ding abheben können, fliegen, essen, kochen und dir dann noch nebenbei einkauen.
Freunde, aber das wird auch die S-Klasse von Kollegah nicht können. Deswegen behaupte ich, vielleicht auch 220, 225, aber das ist dann schon für ein S63, ja, für eine Viertelmillion Euro. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das Ding nicht bloß voll, sondern dann hast du da schon irgendwo irgendwelche Diamanten verarbeitet und alles mit Blattgold irgendwie voll oder so. Kein Plan. Weil jetzt guck mal kurz hier rüber. Hier ist Nachtsicht dabei, Standheizung, Exklusivfußmatten, Almkäse, Head-Up-Display, Designo, Himmel, 20 Zoller AMG Performance Carbon Lenkrad drin, Night-Paket, Park Remote-Paket, großes Panoramadach, Sitzbank im Fong, alles elektrisch, mit Sitzheizung, Memory und Sitzklima vorne und Sitzklima im Fong und voll. Standheizung, Wärmekomfortpaket, also sprich, wo der ganze Rotz heizbar ist und so. Das Auto Drivers Package, alles ist dabei. Balance-Paket, erweiterter Umfang, was Ambientelicht angeht, DAB-Tune, bla bla bla, alle Assistenzsysteme, Carbon-Paket, Innen-, Außen-, Frontschürze, Heckschürze, volle Bude. Kostet 2,15 ohne Nachlässe. Ich denke, das ist geklärt. Kollege aus S-Klasse vielleicht 2,25 im teuersten, weil er noch Keramik hatte. Ne? Ich bin gespannt, was die jetzt hier für das Ding aufrufen. Die toben sich immer noch am GLE 400 aus. Da liegen sie übrigens bei 76. Jetzt kommt das Monster. Ist ohne 2019er. Steuer ist drauf. Ganz wichtig, sonst kann es passieren, die Kiste steht ewig bei dir rum. Reimport 9, soll zwei Besitzer haben, das Ding, und soll unfallfrei sein. Was ähnlich, was mich ein bisschen stört, sind doch schon relativ viele Kilometer für das relativ junge Baujahr. Ist eine 12-19er Zulassung, 23.12.19 zugelassen, das Ding. 80.000 runter ist schon ganz schön dolle. 60 wären hier schon oder 50 wären top. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, was sie jetzt dafür aufrufen für das Auto. 112, Alter. Ja, moin. Okay, also das sind ja Fantasiepreise jetzt gerade. Ja, dann hat sich das auch direkt erledigt. Gut, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle beendet man das Auktionsvideo jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen wieder entertained. Wenn ja, lasst uns mal ein Like da, dann machen wir gerne mit den Auktionsvideos weiter. Es kamen ja einige Kommentare aus der Community in Richtung, macht mal Auktionsvideo wieder. Und ja, ich mache ja sowieso fast täglich Auktionen oder nahezu täglich, je nachdem wie Zeit ist. Und da kann ich euch natürlich auch mit dabei haben. Das juckt mich jetzt überhaupt nicht, mit mir selber zu labern, mache ich sowieso die meiste Zeit. Vielleicht machen wir das später auch mal auf Twitch. Also dahingehend jetzt nochmal die Eigenwerbung dafür. Folgt uns auch gerne auf Twitch, da freuen wir uns natürlich mega. Haben jetzt innerhalb des ersten Tages, keine Ahnung, 100 Follower und haben noch nicht mal irgendwas gemacht. Das ist natürlich super. Und dann könnten wir hier vielleicht auch mal live kommunizieren, währenddessen wir hier Autos suchen, prüfen, philosophieren, fachsimpeln, wie man auch immer das Ganze nennen will. Ich bedanke mich total für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis bald, euer Enrico. Ciao, ciao. Katalog Nummer 9. Moment mal, was für eine Auktion bin ich denn jetzt hier gerade eigentlich überhaupt? Ich hoffe, das klappt hier. Und ich überlege gerade, ob mein Auto noch unten offen auf der Straße steht. Das fällt mir jetzt gerade irgendwie ein. Könnt ihr das sehen? Krieg ich hier gerade geschickt, ja. Wo ist denn überhaupt mein Schlüssel? Moment! Gut, das funktioniert. Oh.